Hallo Wilma. Hallo Freddy und natürlich Hallo Kinder. Herzlich willkommen zum Kindergottesdienst. Wilma, dir scheint's ja heute richtig gut zu gehen. Du strahlst über beide Backen und dann hast du noch so tollen Schmuck an. Komm, sag schon, was ist denn los? Du, ich bin so glücklich. Weißt du, gestern hat meine Tante geheiratet. Ich sag dir, das war ein tolles Hochzeitsfest. Und stell dir vor, es gab eine riesige Salatplatte. Da konnte ich stundenlang an Karotten, Gurken, Radieschen und noch viel mehr Gemüse knabbern. Das glaube ich dir gleich, dass das für dich ein super Fest war. Aber sag mal, heute ist doch die Hochzeit vorbei und jetzt ist Kindergottesdienst. Warum bist du denn immer noch so schick? Weil ich einfach möchte, dass heute wieder so ein schöner Tag wie gestern wird. So ein schönes Hochzeitsfest könnte ich jeden Tag feiern. Das wäre doch klasse. Jeden Tag ein Fest. Da möchte ich auch dabei sein. Freddy, meinst du, das gibt es? Okay, da muss ich mal überlegen. Also, da fällt mir gerade ein, es gibt tatsächlich ein Fest, das nie mehr aufhört. Davon habe ich in der Bibel gelesen. Komm, erzähl mal, wann und wo ist denn das Fest? Diese Geschichte steht fast ganz hinten in der Bibel. Sie berichtet von Dingen, die noch passieren werden. In unserer Welt gibt es viele traurige Menschen. Sie sind traurig, weil jemand gestorben ist, weil sie arm sind oder kaum noch was zu essen haben. Fallen euch noch andere Dinge ein, warum Menschen traurig sein können? Auch Gott ist sehr traurig, aber er gibt uns ein mega cooles Versprechen. Gott verspricht, dass er die ganze Welt nochmal neu erschaffen wird. Alles wird viel schöner werden, als wir uns das jetzt vorstellen können. Die Farben werden dort noch leuchtender und bunter sein. In dieser neuen Welt wird es keine einzige Träne mehr geben. Niemand wird mehr traurig sein. In der Bibel steht auch, dass Gott eine neue Stadt machen wird. Dort werden alle Freunde von Jesus leben. In der Bibel steht, dass diese Stadt wunderschön sein wird. Diese Stadt wird so schön sein wie eine Braut oder eine wunderschöne Prinzessin. Die tragen ja auch ganz tolle, mit Perlen geschmückten Kleider und Schmuck. Das bedeutet, wer so etwas anhat, ist etwas ganz Besonderes, wertvoll und wunderschön. Und genauso schön ist Gottes neue Stadt. Sie wird aus purem Gold sein. Die Straßen sind aus Gold, die Mauern und die Häuser. Überall nur Gold und Glitzer. Es strahlt und funkelt. Das ist zwar schön anzusehen, aber gemütlich klingt das nicht gerade. Könnt ihr euch vorstellen, in einer goldenen Stadt zu wohnen? Wisst ihr, als die Geschichte für die Bibel aufgeschrieben wurde, das ist schon über 1000 Jahre her, also wirklich sehr lange, waren Gold und Edelsteine das Wertvollste, was die Menschen kannten. Es gab keine Autos oder Computer. Nur wenige, sehr reiche Menschen konnten sich Gold oder Edelsteine leisten. Etwas noch Schöneres konnte man sich damals einfach nicht vorstellen. In Gottes neuer Stadt ist genug für alle da. Alle Menschen, die dort leben, werden es schön haben. Nicht nur die Reichen. Es gibt noch etwas Besonderes an dieser Stadt. Das Besondere ist, dass Gott selbst in dieser Stadt wohnt. Ich glaube,
Gott wird immer da sein und immer Zeit für uns haben. Und ich glaube, Gott freut sich schon jetzt riesig auf uns alle und kann es kaum erwarten, uns zu sehen. In Gottes neuer Stadt wird niemand mehr weinen müssen. Niemand wird sich mehr verletzen oder krank sein. Es gibt dort keine aufgeschürften Knie mehr, keinen Husten oder Corona. Niemand wird mehr sterben müssen. Es gibt keinen Krieg mehr und alle Menschen haben genug zu essen. In Gottes neuer Welt wird alles für immer super sein. Wow, das war eine gute Geschichte. Habe ich das richtig verstanden? Wenn ich mal sterbe, dann werde ich danach bei Gott sein und in dieser Stadt leben? Genau, so ist es. Gott bereitet für dich und für mich eine Wohnung im Himmel vor. Und wenn ich dann einmal bei Gott im Himmel bin, dann feiern wir dort zusammen mit Gott ein Fest, das nie aufhört. Du meinst also Happy End für immer und ewig? Genau, zusammen mit Gott für immer und ewig. Lieber Gott, danke, dass es im Himmel keine Träne und überhaupt nichts Schlimmes geben wird. Danke, dass du alles wieder gut machst, und zwar für immer. Amen. Wow.